Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wieder an dieser Stelle, es geht immer noch nicht weiter, das ist höchst verbuggt. Habe ich jetzt schon bei mehreren Charakteren gehabt. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermache. Ich mache die Kampagne einfach weiter. Haben wir schon ein bisschen angefangen, als da Twitch Studio wieder abgestürzt ist. Und deshalb, jo, tue ich jetzt wieder mit OBS Let's Playen. Aufnehmen. Jetzt muss ich schauen, wo ist jetzt dieses Teil? Wo sind wir hier? Da oben eigentlich, aber das kann ich Ausrufezeichen. Hä? Wo ist das Ausrufezeichen? Ah, es ist schon hier. Okay, es ist schon hier, aber wir müssen hier hin. Gut. Und Tetima haben wir nur noch erreicht, genau. Es ist danach abgestürzt. Also müssen wir einfach wieder hier hoch. Jo. Genau. Und ja, das Zweite, was mir so ein bisschen betrifft, was euch vielleicht nicht so betrifft, wenn ihr nur zuschaut, aber ja, mir geht es momentan nicht so gut. Diese Krankheit MECFS, die fängt langsam richtig streng meine Nerven, also meine Sinne zu nerven. Und dadurch habe ich immer wieder ein bisschen viel Schmerzen, wenn ich bestimmte Sachen mache. Im Spielen, also wenn ich jetzt nicht gerade von Monstern irgendwie frech one-hitted werde oder sonst irgendwas, passiert es nicht. Und deshalb streame ich jetzt momentan hauptsächlich Last Epoch. Wenn ihr andere Projekte wollt, müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Es geht schon, also ich werde heute auch wieder einen Minecraft-Part aufnehmen, wo ich jetzt in den letzten Tagen es nicht machen konnte oder wollte. Ja. Sonst hätte ich zu viel Schmerzen und so. Und ja. Soulstone Survivors habe ich angefangen und ich denke, Transport Fever geht auch wieder weiter. Aber im gemütlichen Rahmen, schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwer ein Projekt halt mehr haben wollt. Weil dann habe ich auch ein bisschen Mut, dann habe ich auch ein bisschen ja, das Verlangen, meine Schmerzen auszuhalten und so weiter. Und so geht es eigentlich auch viel besser, oder? Einfach ein bisschen interaktiv sein, ein bisschen Kommentare schreiben, nicht so, jo, scheu sein. Ich weiß, meistens schaut ihr wahrscheinlich auf dem Handy und habt keine Lust, irgendwelche Kommentare zu schreiben. Aber macht es einfach mal ruhig. Ihr könnt bei mir eigentlich gar nie etwas falsch machen und ich tue auch gerne die Kommentare beantworten und euer Verlangen oder euer Wissen und so umsetzen, oder? Was ihr mir so lernt, ist natürlich schon wichtig, oder? Also es gehört zur Community. Und wenn ich halt kaum mehr Kommentare habe, weil jetzt gerade auch Sommerpause ist und so beim meisten Sommerferien, dann bin ich ein bisschen traurig. Einfach ein bisschen. Ich bin nie so richtig traurig, aber ich verstehe es manchmal nicht, wieso andere es einfach besser haben, oder? Man kann es ja auch selber besser machen. Ich bin halt immer am Leiden, oder? Und das ist halt ein bisschen doof. Wenn man so ein liebes und schönes Hobby hat wie Let's Playen, wenn man dann einfach keinen Erfolg hat und keine Freude verspürt selber, weil man eine Krankheit hat, die einem ein bisschen nervt, dann ist es halt doch ein bisschen schlecht. Und ich hoffe einfach, dass jetzt die Aufnahme funktioniert hier OBSS, weil das ist ja zuerst auch immer abgestürzt und so weiter. Ich keine Ahnung, es ist Windows 11. Bei Windows 10 hatte ich das eigentlich nie. Es ist einfach Windows 11, was einfach von vorne bis hinten zum Aufnehmen, zum Livestreams machen nicht funktioniert. Deshalb haben viele Livestreamer noch Windows 10. Es ist einfach kein gutes Betriebssystem. Es ist so schade. Ich habe so gerne einfach die neueste Version, aber ich habe die Windows-Updates wirklich auch schon lange nicht mehr geupdatet. Ich habe schon irgendwie, ja, ich spüre schon ein bisschen die Angst, dass ich halt irgendwann mal gehackt werde oder so. Und obwohl ich eigentlich schon recht viele Adblocker und, wie heißen sie, Antivirensysteme habe, besitze, habe ich doch, also die Sicherheit habe ich sehr hoch eingestellt bei meinem PC. Doch noch die Angst, weil die neuen Updates halt wirklich fast jede Woche kommen, dass ich da einfach nicht das habe, was ich brauche. Das ist ein bisschen schade, oder? Ich könnte auch jetzt sagen, komm, ich mache nur noch Sport. Aber dann fehlt mir ein großes Stück am Abend und am Morgen.
Und ich muss irgendwie für euch irgendwas machen. Es ist mein Verlangen, es ist meine Lust, meine Arbeit. Obwohl es eigentlich für mich keine Arbeit ist. Es ist, ja, einfach der Spielspaß. Also der Spaß, das Hobby, was Spaß macht, oder? Und das ist natürlich auch wichtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Bild ist stärker geworden, weil ich jetzt irgendwie Minions verloren habe bei solchen Gegnern. Also ich hatte einfach schwerere Gegner im letzten Gebiet. Keine Ahnung. Ja, okay, Explosion Creepy ist halt schon gut, aber die Duration. Ich weiß nicht, die Duration ist. Es ist ja ein Flammen. Und ich mache eigentlich nur noch Explosion mit diesem Bild, mit dieser Skillung. Und deshalb braucht man ja diese Duration nicht. Diese Flammen-Duration. So, jetzt sind wir hier angekommen. Ich finde es cool, dass hier Orange auch sehr gut sind. Aber ich kann sie nicht so gebrauchen. Also Vitalität bringt, glaube ich, nur Leben oder so. Da muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Bin gar nicht mehr so sicher genau was. Ja, Leben und Health. Also Lebensregeneration. Und Attunement ist das mit dem Mana, okay. Nur Mana. Aber das Gute ist ja eigentlich Intelligenz wegen Water Retention. Ja, die Attribute sind mir für mich zu schwach. Man geht lieber auf andere Dinge als die Attribute. Also vielleicht bei einem Bild, der hat vielleicht viel Intelligenz. Oder beim Sentinel viel Attunement brauchen. Der Paladin hat ja Attunement und der hat irgendwie so einen passiven Skill, glaube ich, oder so. Was irgendwas verstärkt, glaube ich, den Schaden oder so. Dann geht man auf Attunement. Sonst irgendwie fast nie. Es sind nur 4% und viele Skill, passive Skill-Notes sind 5% plus. Ja. Also so ein bisschen komisch. Ja. Ist auch nicht schlecht. Meine Güte, die Armoren sind alles ziemlich gut. Da viel Armor drauf noch. Ja, den habe ich schon. Also die Schuhe habe ich schon. Aber man kann sie nicht nutzen, weil wir zu wenig Resistenzen haben. Wir müssen die Resistenzen hochtreiben. Und nur Giftresistenz ist dazu schwach. Ich glaube, Giftresistenz habe ich sowieso am wenigsten. Oder eines der wenigsten. Wo steht das? Ja, okay. Void habe ich momentan am wenigsten. Und Cold habe ich. Nein, Cold habe ich am meisten. Lightning habe ich noch wenig. So, wir sind jetzt dann bald da im Tempel. Also Lagon hier in der Kampagne ist schwach. Ein bisschen zu schwach für mich. Aber im. Ja, sobald man eigentlich hoch weit ist und mit Monolithen dann in dieses erste oder zweite Mal dann trifft, ist es schon schwerer. Ich glaube beim ersten Mal ist es noch ein bisschen schwieriger, weil man dann noch nicht so gutes Equip hat. Ich habe das glaube ich bei Corruption 50 dann nochmals versucht und habe es nicht mehr geschafft. Ich habe dann einfach das Bild nicht gut ausbauen können und gesagt, ja, nee, ich mach's nicht mehr. Das war glaube ich einen Spellblade auf dem Flame Reef, genau. Der war schon ziemlich OP, weil er halt ja Elektro war, umgewandelt in Lightning Damage. Jo. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Der war, glaube ich, Level 92 am Schluss oder so. Ich bin eben nicht so ein Fee-Spieler. Ich kann nicht so angeben, meinen tollen, selbst kreierten Builds, die alle Gegner one-shotten. Nein, ich bin einer, der die Zeit einfach nicht investieren kann fürs Lernen, also fürs Equipen vor allem. So werde ich jetzt hier hochgezogen, so viele Gegner immer. Das Spiel hat manchmal für mich schon ein bisschen zu viele Gegner. Es gibt scheinbar auch einen Not, oder es wird noch ein Not verlangt, der die Monsteranzahl noch erhöht und da bin ich dann wirklich nicht mehr so gerne am Kämpfen, wenn zu viele Gegner da sind. Naja. So, Flame Ride endlich. Und
noch mehr Armor. Und hier ja auf den nächsten. So, jetzt haben wir ein, zwei neue Skelette. Einen Krieger und einen Magier bekommen. Wunderbar. Mini-Cooldown könnten wir vielleicht mal gebrauchen, aber ist glaube ich wenig. Und Spell Damage. Das ist ein Relikt. Nein, ein Katalyst. Okay. Sieht aus wie ein Relikt. Ja, sie sind nicht so zusammen verbunden. Also sie sind zusammen verbunden, sie sind nicht so auseinander zu haben. Ich mache mir eher Probleme, weil ich immer an Relikt denke und nicht an Katalyst erst. Also. Also Ward per Sekunde, sag ich wirklich. Ja, ich kann das gar nicht. Das ist ja eine. Muss ich wirklich? Für den muss ich beide haben. Geht ja nicht. Ich kann den nicht. Ah, von dem habe ich gar keinen Skillpunkt. Lol, sieht man auch erst jetzt. Jo, sieht man nur oben links und da habe ich noch nicht hingeschaut. Bisschen komisch, dass es nicht so offensichtlich manchmal ist. Dass der Entwickler denkt, man würde es trotzdem sehen. Aber es ist irgendwie schwer zu erkennen, ob man jetzt einen Skillpunkt hat oder nicht. Weil es ja auch nicht automatisch wechselt. Also wenn ich da den Skill drücke, den Skill-Fähigkeiten-Button, den Skill-Button, dann geht es dort auf, wo ich letztens war. Das ist ein bisschen blöd. Ich will dort sein, wo ich einen Skillpunkt schon habe. Und das habe ich irgendwie jetzt gerade nicht so gecheckt. Macht so viel Spaß. Es ist so leicht zu spielen, du musst eigentlich gar nichts denken. Aber es macht so viel Spaß. So diese Feuerbälle auch zu sehen ständig. Es ist cool. Es ist ein richtig cooler Bild. Aber eben, es ist wirklich nicht eine Herausforderung. Ich brauche es aber. Ich muss jetzt momentan für euch, dass ihr ja natürlich auch etwas Neues und hochwertigeren Content seht, doch ein Bild machen, der halt OP ist momentan. Ich kann es auch verstehen, aber es gibt gut Aufruf. Also es gibt gut Aufruf. Ich bin überglücklich, dass ihr zuschaut dem noch gut anschaut. Da können wir uns streiten. Ich bin halt wirklich nicht gerade so ein bekannter Let's Player. Also ich war mal bekannt. Aber das ist vor vielen Jahren gewesen. Das ist 2018 noch ein bisschen gewesen. Ich war 2012, 2013 noch bekannter. Und am bekanntesten war ich 2007 und 2008. Stellt euch das mal vor. Das liegt einfach auch daran, dass ich halt manchmal doch nicht so viele Leute anziehe, weil ich den Leuten nicht so gefalle, weil ich sie, ich gehe diesen Ding nicht nach, oder diesen, jetzt weiß ich das Wort gar nicht, weil ich mich überhaupt nicht darauf interessiere und fokussiere, den Hype einfach, oder? Schreibt mir in die Kommentare, worauf ihr gehypt seid und ich mach's. Es wird euch auch gefallen, mehr gefallen, wenn ihr irgendwelche Sachen sagt, oder? Also schreibt. Ihr dürft das auch bei Discord mir persönlich sagen in die Fresse. Haut mir die Kritik auf die Fresse. Das macht mir nichts. Ich werde die ganze Zeit kritisiert. Und trotzdem bin ich in der Nähe von meinem Ort eigentlich schon fast der gesündeste und motivierendste Mensch. Stellt euch das mal vor. Aber der Mensch hat immer etwas zu kritisieren, oder? Oh, das ist nicht gut. Das ist doch scheiße, was du machst. Du bist nicht gut. Wieso ist der Mensch so? Ich weiß nicht. Also ich habe auch manchmal Leute, sage ich so, mach's am besten nicht so viel und so. Aber einfach so, oder? Ich sag nicht, mach's nicht viel. Mach nicht mehr. Ich sag, mach's doch einfach nicht so viel und dann sammeln sie Menschen auch nicht. Ja, manche Menschen sind narzisstisch oder eitel. Da habe ich auch nicht so gern. Ich bin auch kein narzisstischer oder eitler Mensch. Das ist nicht so meins. Wo ist jetzt einer dieser dummen Eier? Ich finde keine Eier mehr. Wo sind meine zwei Eicheln? Vielleicht weiter oben noch. Hey, hallo, Regen, gehen Sie aus. Ich sehe nichts. Es pieselt zu viel auf mich drauf. Noch weiter oben. Irgendwo. Hier oben. Oh, noch mehr. Sind das Krabbeneier? Wir müssen sie töten, sie legen zu viele Eier. Wir müssen zu viele Eier einsammeln.
Infernal Shade. Wahrscheinlich das gebaut. Irgendwann mal oder irgendwann mal nie. Habe ich noch viel zu viel Damage auf Minions drauf. Ja, um 9 Skelette hatte ich, glaube ich, fast noch nie. Doch, ich hatte, glaube ich, mal 11, aber das war wirklich so ein Bild zum Testen, wie viele Skelette man haben kann. Ich habe... Oh, da sind viele, Alter. Oh, geil. Habe ich alle? Nein, 10 aus. Noch das. Da ganz oben, weißt du? Wusste ich gar nicht mehr, dass man so hoch gehen muss. Ist jetzt sogar über dem Ziel. Dann sammle ich noch ein extra. Da ist auch noch eins. Da oben waren sie, ganz oben beim Eingang. Okay, aber dann sind wir fertig. Super. Also gehen wir hier noch auf diese Note. Und da brauchen wir noch einen Punkt hier. So, und dann als nächstes hier. Minion Critical Multiplayer Strike. Also Multiplayer Strike Chains. Da haben wir auch noch einen vergessen. Okay. Es gibt also viel mehr Eier, das ist gut. Ich will viel mehr Eier aufsammeln, die sind so glitschig. Ja, Krabben-Eier sind, glaube ich, ein bisschen so, ja, wie Schlangeneier, so ein bisschen eindellbar. Farewell. Die Coral Pools? Ich brauche einfach 3 oder ist das auch verpackt? Das hat nicht gezählt. Ich habe doch so viele Eier schon eingesammelt. Wo könnte es noch sein? Ich glaube, diese Quest ist auch verpackt. Die müssen wir nochmals wiederholen. Ah, liebe Entwickler, wenn ihr mal Konten wirklich fertig machen würdet, dann hätten wir nicht so blöde Sachen. Aber ich ziehe Bugs an. Das weiß ich schon immer. Ich muss immer die Sauerei aufputzen. So eine Sauerei. Macht mich richtig depressiv. Kein Scherz. Ist ja schon okay. Wenn die Entwickler halt fehlen, dann fehlen sie halt. Müssen wir halt nochmals irgendwo. Oder müssen wir einfach wieder zurückkommen in das Gebiet. Vielleicht geht's ja dann. Oh, nicht so viel Damage. Ich mich heile. Ich habe irgendwie manchmal einfach keine Lust, Heiltränke zu trinken. Keine Ahnung. Ich laufe einfach meistens davon. Ich will nicht in 1%. Also, ich glaube, ich habe schon, aber ich nehme trotzdem. Ich habe schon das Critical Strike Chance auf Skeletten Idole, aber ich. Ja. Nee, es ist schon gut. Es ist der Grund. Grundchance. Ich kann ja mit 1% schon hochsteigen. Hä? Also jetzt verstehe ich nichts mehr. Wenn hier oben auch nichts mehr ist, dann mache ich das einfach mal noch was neu. Oder wir machen die Quest einfach irgendwann mal später. Komm. Wenn die Quest verpackt ist, dann soll sie verpackt bleiben und dort stecken bleiben. Wir brauchen diese Belohnungen gar nicht. Das sind ja sowieso meistens nur Erfahrung oder Goldbonus. So, dann gucken wir mal kurz mal schnell hier schön Aufnahme, seht ihr, ich sehe mich dreifach, also mein Bildschirm dreifach. Und hier ist ja der Guide. Da haben wir ja auch 10 Punkte. Ah, oben muss ich gar nichts sehen. So, wieso sagt mir das niemand? Ja. Jetzt habe ich da so einen roten Punkt. Ne, ich tue oben skillen und tue es dann einfach nachher resetten, bevor wir zur Lagoon gehen oder so. Oder haben wir hier gerade einen Waypoint? Dann mache ich das kurz mal. Wir wollen ja auch stark sein, wir wollen ja nur nicht verskillt sein. Bekommen wir nachher Erfahrung. Ja, da ist ein Waypoint. Stimmt. Hätte ich ja gewusst, wenn ich darüber nachgedacht hätte. Jo, und was soll ich sagen? Ich bin ja sehr müde vom Sport immer. Das habe ich ja schon immer. Jetzt weiß ich gar nicht. So, hier hin. Sind immer noch Gegner da gewesen? Okay. Ich nehme die Punkte einfach wieder raus, weil ich zu viel Punkte investiert habe. Hallo, Traveler. Di 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 di
Yay. So, Minion Multiplayer. Das andere Gold der Zeugs, das muss ich nicht unbedingt haben. Brauchen wir nicht. Ja. Ist das Kill? Da ist er. Also komm. Hallo, laden Sie. Lagun, bitte laden, nicht schlafen. Der schläft. Der schläft nur blöd. Das ist manchmal schon echt lame. Dafür ist es richtig cool. Ich kritisiere wieder mehr, stimmt. Aber ich gehe gerne lieber auf Games als auf Menschen. Ich kann viele Menschen gar nicht mehr kritisieren, weil sie so gut sind. Und trotzdem manchmal auch ein bisschen schlechter. Nee. Ah, jetzt ist es gecrashed. Aber das ist jetzt nicht wegen OBS hoffentlich. Weil bei Twitch Studio crasht es auch zwischendurch. Nein, das ist wegen Windows 11 oder wegen Last Epoch. Last Epoch crasht momentan seit ein paar Hotfixes echt viel. 20. Juni, ja, die werden heute, nein, nicht heute, am Wochenende. Die werden am Montag oder Dienstag werden sie einen Hotfix rausbringen, wo sie was gefixt haben. 100%. Also tut mir leid, dass ich euch gerade wieder mit dem Einloggen langweilen muss. Aber das will Last Epoch so, sonst müsste ich ja nicht unbedingt Let's Playen. Wenn es das will, wenn es nicht will. Ja, ist typisch Last Epoch. Der Entwickler ist einfach nicht gut genug für so ein großes Spiel. Der Entwickler ist überfordert mit der Größe von der Entwicklungszeiten und so. Werfen etwas raus, was sie so zum Absturz bringt und so weiter. Ja, kann man halt nichts mehr. Hallo, laden! Jetzt musst du nicht langsamer laden, du dummes Spiel. Jetzt meint das Spiel so. Ah ja, ich mach Feierabend. Der Drago kann ja sowieso nicht Let's Playen. Der muss jetzt nicht Let's Playen. Ich mach Feierabend. Mana! Gehen Sie wieder hoch. Ja, sehr spaßig, wirklich. Das Spiel macht so viel Spaß, aber zwischendurch dann wirklich nicht Spaß. Echt nicht Spaß. Nicht viel. Okay, ist das immer ein bisschen, dass 3 plus 1 4 gibt. Ich habe einfach gewollt, dass ich noch was anbekomme. Right mit. Würde glaube ich gar nicht so viel bringen, Right plus 1 zu machen. Jo. So ist er ein bisschen rüber gehen. Ich bin ein bisschen zu weit nach rechts gegangen. Weil mir das Mikrofon am Morgen ein bisschen gestört hat. Bin ein bisschen angekommen. Ja, das Mikrofon hat einen schlechten Hals. Der hat ja nur 2 oder 3 Knickpunkte. Und dann hast du eigentlich keine Chance, wenn ja, du etwas isst oder sonst irgendetwas spielst ohne Mikrofon. Dann hast du das Gefühl, er stört dich. Nach rechts gerutscht im Stuhl. So ist es. Nein, wieso stürzt das jetzt hier immer ab? So eine Frechheit. Ich glaube, ich muss bei den Grafikeinstellungen irgendwas reduzieren. Steht leider nicht, wir können ja gemeinsam mal kurz schauen. Darf ich? Bitte spiel nicht drüber. Nein, nicht drüber. Nein, nicht Steam. Nein. Nicht die? Nein, nicht drüber, nein. Also, wo haben wir hier technischen Support?